It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kranken und verrückten Video. Und endlich, Leute, endlich ist es wieder soweit. Der Tauschbasar ist eröffnet. Ich hoffe, ihr rastet alle aus. Wir werden jetzt wieder richtig krank tauschen in der GTS und persönlich. Und falls ihr nicht so viel Zeit mitbringt, um euch das ganze Video reinzuziehen, dann schaut doch mal schnell in die Infobox vorbei. Da habe ich nochmal alles zusammengefasst für euch. Und ja, es gibt zwei Arten von Events. Einmal Events, die ihr über die GTS bekommen könnt. Dafür müsst ihr lediglich euch nur Zickzacks einfangen, die umbenennen in für Yuki und das gewünschte Pokémon verlangen, das ihr über die GTS bekommen könnt, wie zum Beispiel Ho-Oh. Oder die andere Form ist natürlich, achso, und dann könnt ihr natürlich noch gerne in die Mitteilung reinschreiben, It's Yuki Time, Yuki Osaka oder irgendeine andere liebe Nachricht. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, persönlich zu tauschen. Und da kommt jetzt eine richtig krasse Besonderheit. Und zwar habe ich eine richtig fette, kranke Idee für die Community und alles drum und dran. Und zwar fangt ihr euch euer Lieblings-Pokémon, trainiert das hoch, keine Ahnung was. Aber das Kranke kommt jetzt. Und zwar, ihr seht das hier schon am Beispiel vom nackten Ninja. Ich habe jetzt schon 5 Pokémon. Ich habe also schon fast ein Team zusammen. Und zwar, die OT nennt sich nackter Ninja. Also so nennt sich der Spieler. Und ihr nennt das Pokémon genauso, wie euer Spielername ist. Und dann habe ich eure Lieblings-Pokémon. Ich habe hier den nackten Ninja. Ich habe, was habe ich denn noch verdammt? Ich muss erstmal hier drauf drücken. Dann habe ich ein Lennart. Dann habe ich ein Brian Hark. Dann habe ich ein Yuki und Kilian. Und so macht ihr das einfach. Also wenn ihr mich da unterstützen wollt bei dieser kranken Idee. Ich habe im Übrigen die Box umbenannt in Wolfonauten. Also, oh, wer da übelst Bock drauf hat, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und ja, wenn wir persönlich tauschen. Also schreibt das mal in die Kommentare rein, also euren FC und euer Pokémon, was ihr mir geben wollt. Und dann tauschen wir, beziehungsweise schreibt das einfach mal rein, wenn ihr mitmachen wollt, dann weiß ich Bescheid. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zu den Pokémon, die ihr bekommen könnt. Da steht nochmal alles zusammengefasst in der Infobox. Also ihr könnt jetzt eigentlich auch schon abschalten. Aber wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann werde ich nochmal kurz darauf eingehen, was das mit den Sheets zu tun hat und gegähnten Pokémon. Also meine Pokémon, die ihr von mir bekommt, sind auf gar keinen Fall gegähnt. Also die sind deswegen nicht gegähnt, weil ich sie selber nicht gegähnt habe. Alle Pokémon, die ich bekomme, sind getauscht. Und ich vertraue da einfach auf die Leute, die mir das geben, dass die, ja, halbwegs legal sind. Also alle Pokémon, was ich bestätigen kann, ist, dass ihr auf jeden Fall keine Probleme kriegen werdet, wenn ihr Online-Pokémon-Kämpfe durchführt oder wenn ihr die tauschen wollt. Das funktioniert alles wunderbar. Was ich nicht garantieren kann, ist, dass jedes Pokémon in der Hinsicht perfekt ist, dass sie halt für Pokémon-Sammler geeignet sind. Das bezweifle ich schon deswegen, weil ich die Pokémon ja mit PowerSafe klone. Und dann habe ich zum Beispiel 100-mal ein Ditto oder zum Beispiel 100-mal ein Event-Hopper. Und das ist zum Beispiel ein Original-Hopper, weil es das Band trägt. Aber wenn ich das jetzt klone, dann ist es schon ein Cheat, weil es ja geklont ist. Und man erkennt das zwar so nicht, meines Erachtens, aber ja, für einen Pokémon-Sammler sind die wahrscheinlich ungeeignet. Aber wenn ihr einfach die Pokémon noch haben wollt zum Kämpfen, zum Tauschen, zum Spaß haben, zum Pokédex vervollständigen, dann sind die genau richtig für euch. Oder wenn ihr einfach nur Spaß habt an Events. Ansonsten für richtige Sammler kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ja, das erste Pokémon, was ich damals getauscht habe, ist das Ditto. Das ist deswegen so krank, weil es optimal zum Züchten geeignet ist. Also wenn ihr selber Pokémon züchten wollt, anstatt zu warten, dass irgendwelche Events kommen oder keine Ahnung was, mit diesem Ditto könnt ihr richtig perfekte Pokémon züchten. Einfach nur genial. Schaut euch mal die Zuchtvideos an, falls ihr noch nicht wisst, wie es geht. Dann haben wir, achso ja, im Übrigen könnt ihr das Ditto natürlich über die GTS bekommen. Dann haben wir ein Marmolida, das habe ich selbst gezüchtet, hat meine eigene OT, eine der krankesten Walls, die ich kenne. Und es geht natürlich über die GTS. Dann haben wir hier ein besonderes Pokémon, das kennen vielleicht noch nicht viele, und zwar ist das GameStop Raikou Event. Das habe ich getauscht bekommen, sieht ziemlich legal aus. Und das Kranke daran ist, das habe ich damals in einem YouNow-Stream verteilt und das könnt ihr jetzt auch bekommen. Also wenn ihr Bock habt, kriegt ihr das. Dann haben wir hier ein Celebi Event, das geht über die GTS. Dann haben wir hier das Arceus, das ist zum Beispiel so ein Pokémon, wo ich sagen würde, ja, ob das legal ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr das über die GTS bekommen. Dann haben wir hier das Hopper. Dieses Hopper Level 100 geht über die GTS. Dann haben wir Yuki's Wolf, der geht auch über die GTS. Dieses Hopper geht nur persönlich und das ist das Original-Event, Level 52 mit dem Band.
Dann haben wir das Rayquaza in Shiny, eigentlich auch ziemlich episch, mit der besonderen Attacke V-Generator. Das geht nur persönlich. Dann haben wir ein Shaymin, die Zenitform könnt ihr im Übrigen auch auslösen, wenn ihr in diesen Blumenladen, glaube ich, reingeht und euch diese, oh Gott, ich spreche das bestimmt falsch aus, aber ihr kauft euch da oder ihr holt euch da diese Blume und dann könnt ihr die Zenitform, ja, also könnt ihr die Normalform, die Zenitform ändern. Dann haben wir hier, ach ja, genau, das epische Carpador-Event, Original-Event, aber halt ein Cheat, weil es der Klone. Und es ist halt mit goldene Zeiten die besondere Attacke und in Shiny und es trägt das Event-Item Sternenstaub. Dann haben wir das Daily Bird Gift Mew Event, eigentlich auch ziemlich episch. Dann haben wir das Ho-Oh-Duell-Berg Event, original hochgetauscht vom GameCube. Ob das legal ist, keine Ahnung. Ich vertraue den Leuten einfach, die mir das geben. Für mich sieht das alles ziemlich normal und legal aus. Dann haben wir das Meloetta. Das geht nur per persönlichen Tausch. Das Manaphy-Event auch, das Genesect-Event haben wir auch noch. Das geht im Übrigen auch nur per persönlichen Tausch. Und das Keldeo-Event, das geht auch nur per persönlichen Tausch. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte jetzt nochmal alle Events zeigen. Damit ihr die, wie gesagt, bekommt, müsst ihr einfach nur tauschen und eure FCs unter diesem Video posten. Unterstützt mich doch mit einem Daumen nach oben, das würde mich extrem freuen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, it's Yuki-Time. Macht's gut und bis dann. Tschüss.